Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Guter Film, jetzt im Kino, die Biografie über den schnellsten Mann der Welt, I Am Bolt. Gute Tat, Footballer der Universe, feiern mit Obdachlosen im Frankfurter Ostpark Thanksgiving. Gute Mannschaft, Teambuilding-Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. Volleyballerinnen des VC Wiesbaden lösen Kriminalfälle. Der schnellste Mensch der Welt kommt nach Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden. Oder sogar zu Ihnen nach Hause. Leider nicht persönlich, sondern in ausgewählten Kinos und auf seiner neuen DVD. Denn die Biografie über Usain Bolt ist jetzt in die Kinos gekommen. Sehr, sehr viel Hintergrundbilder und Geschichten über ihn und vor allem mit ihm. Einige Ausschnitte, die haben wir jetzt schon mal für Sie parat. Er ist ein absoluter Superstar und schon jetzt in einem Atemzug mit Muhammad Ali, Pelé oder Michael Jordan zu nennen. Insgesamt hat Bolt 9 olympische Goldmedaillen in seiner Sammlung und wird nicht müde, weiter zu gewinnen. Der Film I Am Bolt zeigt den Sprinter, genauso wie weitere wichtige Personen, wie beispielsweise seinen Trainer oder seinen besten Kumpel. Im Gegensatz zu vielen anderen Biografien steht der Hauptakteur selbst sehr oft im Vordergrund, mit vielen eigenen Statements, genauso wie eigene mit dem Handy gedrehte Videos. I Am Bolt zeigt aber auch den Alltag sowie den Spaß im Training. Der Film zeigt Bolt in allen Lagen seines Lebens. We got a fat athlete here who's lying on his back. So we're going to reduce his meals and increase the work. Life of a champion, right? Full box. He wouldn't sit down, he would be always climbing. When I let him go, he was just all over the place running around. I really enjoy Shane. Let me take that back. I'm the type of person, I get nervous before my first race. When he gets to the championship, he's just a different animal. He gets this dormant quietness about him. I think he's going through everything in his head. Every year, I worry, am I still fast? This year, I've said I'm having doubts, I'm not motivated. But then, everything changed. He's gonna beat me. Hell no. Why you move? His whole quest is just make people smile. I want to be remembered among the great athletes in the world. He's a shining example of the best that we can be. Das Leben des schnellsten Mannes der Welt in einem interessanten Film. Wer allerdings hofft, auch etwas über die negativen Seiten, wie beispielsweise Doping in Jamaika zu hören, wird enttäuscht werden. Für Sportfans ist I Am Bolt dagegen ein absolutes Muss. Am 4. Donnerstag im November wird in den USA traditionell Thanksgiving gefeiert, eines der größten Feste in den Vereinigten Staaten. Hier in Frankfurt feiern ebenso traditionell die Footballer der Frankfurt Universe dieses Fest mit Frankfurter Obdachlosen. In der Übernachtungsstätte Ostpark wurde auch in diesem Jahr wieder aufgetischt und die Obdachlosen verköstigt. Es ist Jahr für Jahr ein absolutes Highlight für die Obdachlosen in Frankfurt, wenn sie im Mittelpunkt stehen und sie verköstigt werden. Und das ganz traditionell. Insgesamt spendierte der Verein 500 Klöße, 50 Kilogramm Rotkraut und über 100 Kilogramm Fleisch. Dazu 30 Liter Soße. Das Essen wird von den Jugendspielern der Frankfurt Universe ausgegeben und kommt bei den Bewohnern immer gut an. Das Thanksgiving fand jetzt heute zum 6. Mal statt. Das heißt, ist mittlerweile fester Bestandteil der Übernachtungsstätte Ostpark. Und die Bewohner fragen jederzeit nach dem Thanksgiving und freuen sich jedes Jahr auf die Footballer, auf die Cheerleader, natürlich auf das Essen. Und ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken in der Kooperation zwischen Frankfurter Verein und dem Frankfurt Universe. Also ein
fester Bestandteil in unserer Einrichtung zwischenzeitlich. Während die Jugendspieler weiter fleißig den Truthahn verteilten, wurde eine Etage höher für den Nachschub gesorgt, damit das Essen bloß nicht ausgeht. Insgesamt leben in der Übernachtungsstätte Ostpark rund 150 Menschen. Doch auch andere Obdachlose wurden zum Thanksgiving-Essen eingeladen. Doch wie viele Menschen leben in Frankfurt auf der Straße? Da ist es in Frankfurt so, dass die Anzahl der Obdachlosen eigentlich konstant immer bei 200 Personen ungefähr ist in Frankfurt. Und neben der Übernachtungsstätte haben wir halt regelmäßig noch andere Angebote wie den Kältebus des Frankfurter Vereins, der jede Nacht jetzt im Winter die Schlafstätten der obdachlosen Menschen anfährt und jede Nacht zählt, wie viele Personen in Frankfurt auf der Straße sind. Und da sind wir momentan bei 200 und das ist so konstant die Zahl der Obdachlosen hier in Frankfurt, was vergleichbar für eine Großstadt der Größe von Frankfurt im Ländervergleich eigentlich eine geringe Zahl ist. Neben dem Truthahn verteilten die Cheerleader der Frankfurt Universe zusätzlich Kaffee und Kuchen und waren dabei positiv überrascht. Also die Menschen sind alle super glücklich, sie lachen, sie sind total dankbar und schätzen das Stück Kuchen oder einfach einen Kaffee wert, das was für uns Menschen, sage ich, andere Menschen einfach normal ist. Ja. So hatte das Thanksgiving-Essen im Ostpark noch einen weiteren positiven Aspekt. Neben der Verköstigung der Obdachlosen konnten auch die Mitglieder des Footballvereins eine Erkenntnis für sich mitnehmen. Dass Menschen eigentlich so einfach glücklich zu machen sind, gerade Bedürftige mit einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen. Und es ist einfach toll zu sehen, dass die Menschen so warm und so herzlich sind, obwohl sie eigentlich so fremd sind. Dieselbe Erfahrung machten auch die Jugendspieler bei ihrer Essensausgabe. Denn die Worte Danke und Bitte, die in der heutigen Gesellschaft immer weniger werden, wurden von den Bedürftigen sehr oft benutzt. Die waren sehr erfreut, dass sie da sind. Manche waren ganz normal drauf, haben nichts gesagt, aber manche war das wirklich was Besonderes, dass man ihnen sozusagen das Essen gegeben hat. Als letztes Highlight des Abends gab es dann noch einen Auftritt der Cheerleader und so manch ein Bewohner hat die Chance genutzt und einfach mitgetanzt. Andere dagegen hielten diesen Moment für die Ewigkeit fest. Das sechste Thanksgiving-Essen der Frankfurt Universe für die Obdachlosen in Frankfurt war wieder einmal ein voller Erfolg. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit dem Thema Volleyball, genauer gesagt mit dem VC Wiesbaden. Gute Mannschaft, Teambuilding-Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. Volleyballerinnen des VC Wiesbaden lösen Kriminalfälle. Gleich im Studio VCW-Spielerin Carolina Bednarova. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und wollen jetzt über Volleyball sprechen. Unser Hauptthema heute, der VC Wiesbaden und bei mir Spielerin Carolina Bednarova. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Du bist neu hier in Wiesbaden, neu in Hessen. Gefällst dir hier oder wie hast du dich schon eingelebt? Ich bin seit genau 4 Monaten in Wiesbaden. Mhm. Ich bin sehr herzlich empfangen worden vom Verein, von Fans, die mir mit Umzug geholfen haben. Also wir sind alle 12 Spielen sehr gut angekommen und sehr herzlich willkommen gewesen. Aber das ist ja schön, wenn die Fans direkt schon beim Umzug helfen, ist ja super. Ja, das war toll. Ohne mich vorher gekannt zu haben, haben die einfach zugepackt und Kuchen gebacken. Das bekommt man auch nicht überall. Da fühlt man sich aber von Anfang an gleich wohl, oder? Auf jeden Fall. Ja. Du kommst ursprünglich aus Tschechien, bist dann seit 2010 hier in Deutschland, hast dann in Aachen gespielt, vorher schon 2 Jahre in Holland, 1 Jahr in Ungarn, also auch schon ein bisschen rumgekommen. Wie schwer ist es dir denn am Anfang gefallen, zum ersten Mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Volleyballspielen von zu Hause weg? Am Anfang überhaupt nicht. Es war alles sehr aufregend. Man lernt neue Leute kennen, neue Mentalitäten und Länder. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird es. Man vermisst Familie. Ich bin jetzt seit 10 Jahren schon alleine unterwegs und irgendwann braucht man halt ein bisschen Unterstützung von Familie und Freunden. Aber ja, damit muss man leben. Das ist das Profileben. Und vor allem ist es ja auch gar nicht so viel Zeit, oft nach Hause zu fahren. Ne? Genau, ich komme selten nach Hause. 2-mal im Jahr, einmal Weihnachten, über den Sommer ein paar Tage. Dann kriege ich 1-mal im Jahr Besuch von meiner Familie. Wie gesagt, es ist nicht einfach.
Jetzt, du warst ja in Aachen dann auch Spielführerin und dann du warst dort von 2010 bis 2015 und dann hat man gesagt, wir werden deinen Vertrag nicht mehr verlängern. War das ein Schock für dich oder wie war das für dich damals? Das war keine einfache Zeit für mich, weil ich habe in Aachen auch meine Zukunft gesehen und geplant und dann kam auf einmal die Nachricht, okay, du spielst hier nicht mehr. Und dann stand ich vor der Entscheidung, okay, ich höre jetzt auf, weil ich in Aachen bleiben möchte, oder ich ziehe irgendwo weiter und spiele weiter. Und dann kam ein Anruf aus Düren, in der Männerbundesligamannschaft, okay, möchtest du bei uns arbeiten? Ja, das möchte ich sehr gerne. Und da war es, ja, geklärt. Du bist dann nach Düren, hast du ja eben gesagt, als Teammanagerin, ne? Genau. Wie war das dann, oder war das für dich, immer noch Volleyball-Bundesliga, aber war das für dich was Neues, weil es auf einmal die Herren, die Männer-Bundesliga war? Genau, nicht nur die Herren waren neu für mich, es war alles neu für mich. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen vom aktiven Volleyball gewechselt ins Hinterfeld. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich nicht so einfach. Und überhaupt mich mit dieser ganzen Organisation im Verein anzufreunden, das war wirklich kaltes Wasser für mich. Ja. Aber da waren auch alle so sehr hilfreich und sehr offen, haben mir in allem geholfen. Ich war die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin im Verein. Viele Aufgaben, die auch sehr viel Spaß gemacht haben. Aber dann im Laufe der 5, 6, 7 Monate habe ich gemerkt, okay Mädchen, du vermisst Volleyball noch sehr. Du musst das nochmal versuchen. Ist dir das schwer gefallen, dann gerade an den Spieltagen? Ja, du hast gesagt, du hast dann nur noch im Hintergrund gearbeitet, aber an den Spieltagen dann die Jungs da spielen zu sehen? Man gewöhnt sich dran nach ein paar Wochen, aber beim ersten Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich Tränen in den Augen. Ja. Aber dann war für dich klar, nee, ich will nochmal zurück wieder zum Volleyball. Hast mir im Vorfeld auch schon gesagt, es gab mehrere Angebote dann. Und dann hast du dich aber für Wiesbaden entschieden. Genau. Ich habe so ungefähr im Januar, Februar gemerkt, als ich irgendwo eine Damenmannschaft trainieren gesehen habe, okay, ich wage den Schritt nochmal, ich will das nochmal versuchen. Habe Kontakt mit einem Spielerberater aufgenommen, der auch sehr aktiv war. Da kamen ein paar Angebote, aber als im März der Anruf von der kam, dann musste ich nicht lange überlegen. Jetzt seid ihr insgesamt hier viele neue Spielerinnen, was ja wahrscheinlich für dich am Anfang auch dann relativ gut war, dass nicht schon alles vorgegeben war, sondern dass viele neue da waren. Ihr seid aktuell auf Platz 4 in der Liga, hattet auch am Anfang der Saison viel Verletzungspech. Bist du im Moment zufrieden? Mit dem Platz 4 kann man, aber muss man nicht zufrieden sein, weil ich glaube, so hätte es keiner eingeschätzt vor der Saison, dass wir noch vor einer Woche auf dem Platz 3 stehen. Wir hatten einen schwierigen Anfang mit vielen Verletzungen, über die Hälfte der Mannschaft neu. Aber die Chemie hat von Tag 1 gepasst. Und jetzt denkt man natürlich, okay, Platz 4, wir hätten in 2 oder 3 Spielen mehr Punkte holen können. Dann denkt man, okay, hätten wir Platz 3 behalten können, aber ich glaube, mit Platz 4 können wir derzeit zufrieden sein. Zuletzt gab es die unglückliche Niederlage in Stuttgart. Da hast du mir auch gesagt, da warst du relativ sauer. Wie gehst du damit um, mit Niederlagen? Ja, natürlich ist man sauer nach dem Spiel. Ich glaube, das war nicht nur ich sauer. Ich glaube, Trainer und meine Mitspielerinnen waren auch da ziemlich davon getroffen. Es gibt verschiedene Mentalitäten. Es gibt Spielerinnen, die Abstand brauchen, so wie ich. Ich bin zum Beispiel nicht anzusprechen nach so einem Spiel. Es gibt Spielerinnen, die versuchen, das so schnell wie möglich zu vergessen und weiterzuschauen. Das Wichtigste ist, dass man wirklich den freien Tag danach nutzt, um im Kopf klarzukommen. Und am Montag muss man nach vorne schauen wieder. Und ich habe gesagt, ganz viele neue Spielerinnen mit dabei. Dann wird auch immer geguckt, dass man wirklich ein Team ist. Und da gibt es auch Teambuilding-Maßnahmen. Und bei einer war mein Kollege Jannik Michel mal dabei. Die Zeit läuft. Diese Mädels haben eine Mission. Eine Exit-Mission. Die Aufgabe des Teams der Volleyballerinnen des VC Wiesbaden, sich aus dem Raum zu befreien.
Alles könnte einen Hinweis geben, sei es die Schreibmaschine, der Roller oder das Wandtelefon. Also es ist eine Detektivarbeit, wie ein Fallanalytiker. Ja, da gibt es ja auch keinen Rahmen, jeder Tatort ist verschieden und dementsprechend wird man überrascht vor Ort. Die Frage ist halt, in welchem Rhythmus findet man sofort in ein Spiel und wie gut entdeckt man die Hinweise, die manchmal auch sehr, sehr doppeldeutig sein können. Der Raum muss komplett unter die Lupe genommen werden. Bücher, Schrank, Bilder, alles könnte wichtig sein, außer die Utensilien mit gelbem Dekopunkt. Die Volleyballer-Mädels des VC Wiesbaden sind zum zweiten Mal dabei, sich innerhalb von 60 Minuten aus dem Raum zu befreien. Ja, das ist natürlich eine große Anspannung jetzt, ne? Weil wir natürlich immer den Blick auf die Uhr haben. Und jetzt haben wir ein bisschen mit Unterstützung natürlich so ein paar Sachen herausgefunden, aber sind jetzt schon wieder am Grübeln. Aber macht viel Spaß, sind alle aktiv dabei. Die eine Gruppe der Volleyballerinnen des VC rätselt an einem Fall in den 1930er Jahren von Agatha Christie. Die andere muss eine Bombe im Casino entschärfen. Die Lösungen zum Rätsel sind im ganzen Raum versteckt. Läuft erstmal gar nicht, aber wir kommen da langsam. Es ist halt alles sehr ohne Hinweise und so weiter, aber Mannschaftsleistung wie am Spielfeld. Deswegen versuchen wir es uns so schnell wie möglich zu organisieren. Die Gruppe wird dabei permanent beobachtet. Wenn sie nicht weiter wissen, kommen Tipps auf einem Monitor. Also ich habe es davor noch nie gemacht und war auch wieder total froh, dass ich heute mitmachen durfte. Ist echt spannend. Die Szenarien sind möglichst authentisch und sehr kreativ. Es müssen Schlüssel gefunden, PIN-Codes von Handys erraten und Hinweise aus Videos analysiert werden. Einem Hinweis nach dem anderen gehen die Volleyballerinnen nach. Gemeinsam. Das ist auch das Ziel des Ganzen. Ja, ist erstmal gut fürs Team. Erstmal, dass man also da noch als Team zusammenwächst, dass man sich mal auch mal außerhalb vom Volleyball kennenlernt und so ein bisschen einschätzen lernt. Ja, was kann der eigentlich sehr gut, was kann der andere nicht so gut. Und dass man das dann gut mixt und dass man dann sozusagen dann eine gute Mannschaft, eine gute Gruppe wird, um eben ja, so spezielle Situationen gut zu lösen. Zwischendurch stehen die Frauen aus 5 verschiedenen Nationen ganz schön auf dem Schlauch. Doch dann kommt die zündende Idee und das Rätsel ist gelöst in 35 Minuten. Neue Rekordzeit. Die Mädels haben damit sogar die Profis vom LKA getoppt. Also wir haben uns nicht angezickt oder so. Ich meine, jeder hat was gesucht und was gefunden und das haben wir zusammengesetzt. Von daher, ja, super funktioniert und auch Spaß gemacht. Auch die andere Gruppe im Casino schafft es innerhalb von 51 Minuten, die Bombe zu entschärfen. Regelmäßig wechseln die Szenarien der Exit Mission, damit es auch nicht langweilig wird. Exit Mission ist natürlich für jeden, der natürlich Spaß daran hat, um Rätsel und miteinander ein Spiel dementsprechend zu gestalten, aufzulösen. Und die Interaktion, das verbindet ja wieder die Menschen im 21. Jahrhundert. Man bringt sich wieder in einem Raum und man ist aufeinander angewiesen. Bei so viel Teamgeist der Volleyballerinnen ist der Erfolg auf dem Spielfeld ja schon fast sicher. Ja, so. Beide Gruppen haben den Fall erfolgreich gelöst. Wie viel Spaß hat's gemacht? Mega Spaß. Wir haben schon vor 2 Monaten gewechselt, also einmal mitgemacht, aber umgekehrt und da ist dabei keiner rausgekommen. Also wir haben alle versagt und jetzt wussten wir schon ein bisschen, wie man vorangehen soll. Deswegen war es ja auch noch mehr Spaß. Nochmal kurz zu dir. Du hast auf die Frage geantwortet, wenn ich nicht Volleyballerin geworden wäre, dann wärst du Ballerina geworden. Das heißt, die Mama hat dich früher schon in Ballettunterricht geschickt? Genau. Also meine beiden Eltern waren Volleyballer auf dem höchsten Niveau in Tschechien und die haben mir einfach verboten, Volleyball zu spielen. Sie haben gesagt, Mädchen aus der Welt nichts, da in Tschechien kannst du mit Volleyball nichts verdienen, Verletzungen und so weiter. Und die haben mich mit 5,5 oder 6 Jahren zu Ballettunterricht geschickt, da war ich 8 Jahre lang. Meine Mama wollte mich sogar nach Prag zur Tanzschule schicken anstatt Gymnasium. Aber ich bin mit 12 heimlich zum Volleyballtraining gegangen und bin dabei geblieben. Mama war mir wirklich erstmal sauer, aber ich glaube, jetzt ist die zum größten Fan geworden. Das heißt, du kanntest das Volleyball schon, klar, wie du gesagt hast, von deinen Eltern. Und dann irgendwann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in den Ballettunterricht, ich gehe zum Volleyballtraining. Aber deine Eltern sind immer noch davon ausgegangen, du gehst zum Ballettunterricht. Ja, die dachten das, wochenlang glaube ich, aber dann bei einem Fernsehvertrag haben die gesehen, ich war nicht dabei, deswegen musste ich
die Wahrheit sagen, aber es ist auch besser so mit meiner Größe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich jemand hochheben sollte beim Tanzen. Und dann hat es aber erstmal Ärger gegeben und jetzt ist die Mama der größte Fan? Ja, Mama verfolgt jedes Training, jedes Spiel und die ist einfach 100% dabei. Wenn wir vorausblicken, kommen wir wieder zum Sportlichen. Der nächste Gegner ist Dresden, ihr aktuell auf Platz 4, Dresden auf Platz 3, ein Heimspiel, aber das wird alles andere als einfach. Das wird alles andere als einfach. Da kann es Überraschungen geben, das können wir schwer vorhersagen. Was für uns wichtig sein wird, ist die Leistung aus Stuttgart nicht zu wiederholen. Das heißt, wenn wir gut reinkommen, die Leistung stabil halten und wir dürfen uns nicht mehr solche Ausfälle wie im dritten und vierten Satz leisten. Deswegen unser Ziel ist nicht nur Dresden zu ärgern, wir wollen zeigen oder auch vor allem uns selbst zeigen, wir sind stabiler geworden, weil wir sind eine junge Mannschaft, aber diese Erklärung oder Entschuldigung kann man auch nicht immer nutzen. Deswegen wird es jetzt wirklich Zeit zu zeigen, okay, wir können ein stabiles Spiel zu Ende spielen. Da wünsche ich dafür ganz viel Erfolg für das Spiel Mittwoch in einer Woche dann zu Hause gegen Dresden. Danke dir für den Studiobesuch und wie gesagt noch viel Glück in der weiteren Saison. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.